Ich bin's, Mario. Wir jagen weiterhin unverdrossen hinter Donkey Kong her, diesem zu groß geratenen Affenvieh, der die Mini-Marios aus der Spielzeugfabrik gestohlen hat. Und nun hat er sich in den letzten Bereich geflüchtet, der möglich ist, nämlich die Finsterstadt. Und er hat sich natürlich wieder hinter einer Tür verschanzt, sodass wir zuerst einmal den zugehörigen Schlüssel finden müssen. Die Finsterstadt ist nun wirklich nicht gerade ein sehr einladender Ort. Wie wir hier sehen, befinden sich überall hier Laserstrahlen, die uns ganz schön verbrutzeln können, wenn wir mit ihnen in Berührung kommen. Darum sollten wir das tunlichst vermeiden. Zunächst einmal hätte ich gerne das rote Geschenk. Denn ihr wisst ja, neben den Mini-Marios befindet sich in jedem Level insgesamt 3 Geschenke. Und die wollen wir natürlich ebenfalls mit nach Hause bringen, damit die Kinder auch mit ihnen spielen und sie auspacken können. Vor mir befindet sich nun ein Förderbahn. Da muss ich gut aufpassen auf das Timing. Wenn ich da zu schnell bin, könnte ich nämlich sehr leicht in diese Laserstrahlen, diese gemeingefährlichen Dinger, geraten. Das ist uns gelungen. Mit diesem Schalter scheinen wir die Förderbänder umlenken zu können, sodass dieses obere Band nun sich nach links bewegt. Oh, das war ganz schön knapp. Schnell drüber hinweg. Und jetzt muss ich mich genau zum richtigen Zeitpunkt da unten fallen lassen. Das hätten wir auch geschafft. Und jetzt noch einmal nach links diese 3 Strahlen passieren. Dann sind wir auch schon bei der Tür. Was hat sich Donkey Kong, dieser fiese Affe, nur dabei gedacht, dass er zunächst mal den Kindern die Mini-Marios abluchst und uns dann noch solche Schwierigkeiten bereitet? Gerade die Finsterstadt. Schaut euch mal das an. Da laufen schwarz gekleidete Spielzeug-Scheigeis rum und werfen mit Schraubenschlüsseln nach uns. Und das kann doch verdammt nochmal wehtun. Aber wie bei den vorherigen Scheigeis auch, kriegen sie es nicht mit, wenn ich ihnen auf die Köpfe springe. Und dadurch kann ich sie quasi als Transportmittel benutzen, um über diese Stachelböden zu kommen. Und da hätten wir wieder einen dieser Knöpfe, die die Laufbänder umkehren. Oh, das war mal knapp. Habt ihr das gesehen? Ich bin zum Glück genau auf dem Kopf dieses Shy Guy-Typen gelandet. Sonst hätte ich mir ziemlich wehgetan in diesen Stacheln. Und ich habe es auch noch geschafft, einen grünen Wanna-Pilz zu bekommen. Jetzt fehlen uns aber immer noch 2 Geschenke in diesem Level. Nämlich das gelbe Geschenk und, wo ist es noch gleich, das blaue Geschenk. Aha, das befindet sich hier links ganz in der Nähe des Mini-Marios. Manometer, das ist aber noch ein ganz schön weiter Weg. Da würde ich mal vermuten, dass ich zunächst einmal den blauen Knopf drücken muss. Aber vorher hole ich mir noch das gelbe Geschenk. Ja, zum blauen Knopf kann ich jetzt nicht mehr zurück. Da muss ich wohl den Weg noch einmal gehen. So, und nun aufpassen, dass ich so sehr wieder den roten Knopf betätige. Denn ihr wisst ja, es gibt in jedem Level verschiedenfarbige Knöpfe, gelbe, rote und blaue Knöpfe. Und wenn ich die betätige, erscheinen jeweils Blöcke und Plattformen in der entsprechenden Farbe. Und durch das, dass ich den blauen Knopf gedrückt habe, sind die roten Blöcke nun verschwunden. Ich konnte mir das letzte Geschenk holen und habe nun das erste kleine Kerlchen, den ersten Mini-Mario, retten können.
Und wie gesagt, haben wir es geschafft, auch alle drei Geschenke zu bekommen. Aber es sind noch 5 weitere Level in dieser Finsterstadt. Und die werden ganz sicher auch nicht einfacher werden, sondern ähnlich knifflig. Wie gesagt, wir sind nun in der letzten Welt. Weiter kann sich Donkey Kong nicht mehr vor uns flüchten. Und er hat sich jetzt wirklich ein ziemlich kompliziertes und gefährliches Gebiet ausgesucht. Also hier haben wir Plattformen, offenkundig, die sich auf Schienen bewegen. Und da muss ich wirklich darauf achten, dass ich genau in der richtigen Reihenfolge und in die richtige Richtung jedenfalls unterwegs bin. Hier kann ich über die blauen Blöcke mir den Schlüssel holen. Jetzt denke ich, sollte ich wieder die Bewegungsrichtung der Plattform umkehren. Jetzt muss ich nur noch, oh, ist aber Beeilung, auf die blauen Blöcke springen, bei denen sich die Tür befindet. Und in wenigen Sekunden ist mein Schlüssel verschwunden. Schnell runter, runter, runter und ich habe ihn. Ich kann den Schlüssel, wenn ich ihn einmal genommen habe, wegwerfen, ablegen und so weiter. Aber dann verschwindet er wieder nach 12 Sekunden. Was ist denn das schon wieder? Das ist eine dieser lebenden, lebendigen, wandelnden Mülltonnen. Und auch hier wieder. Und das ist ein ganz besonders gruseliges Biest, wie ich finde. Dieser lebende Ziegelsteinhaufen. Und die sind wirklich gefährlich. Diese Schallgeiz mit den Schraubenschlüsseln. Lass mich mal nach unten fallen. Mal ein bisschen Reckturnen. Das habe ich ja seit der Schule, seit dem Sportunterricht nicht mehr gemacht. Und jetzt haben wir alle drei Geschenke. Das rote Geschenk, das gelbe Geschenk und das blaue Geschenk. Und müssen lediglich noch einen Weg finden zu dem kleinen Mini-Mario. Nur wie ihr seht, befindet sich eine gelbe Wand vor ihnen. Übrigens, wenn ich auf meinen Händen im Handstand balanciere, können mich diese Ziegelsteine nicht treffen. Habe ich sie ausgetrickst. Jetzt habe ich den roten Knopf gedrückt. Dadurch haben sich die roten Elemente materialisiert, sind fest geworden und die gelben sind verschwunden. Und jetzt ist der Weg tatsächlich frei zum Mini-Mario. Ich kann ihn schon sehen, er ist so nah vor mir. Ich komme, halt durch. Aber ich muss eben noch über diesen Stachelboden und auf die Ziegelsteine Acht geben. Und das geht doch am besten auf dem Kopf meines Shy Guy Freundes. Und da habe ich ihn erreicht, den zweiten Mini-Mario. Und damit hätten wir auch ihn gesichert und gerettet. Und nun seid ihr schon 2. Aber, liebe Freunde, es fehlen noch 4 weitere eurer Brüder. Und dazu machen wir uns doch gleich auf den Weg in eines der nächsten Gebiete. Nehmen wir uns doch einmal dieses hier vor. Mal schauen, was es damit so auf sich hat. Hallo Donkey, kannst du mich hören? Bleib doch mal stehen. Nein, 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 der Affe hört nicht. Obwohl ich genau weiß, dass er mich hören und verstehen kann. Er hat sich schon wieder hinter einer Tür eingesperrt. Uiuiui. So langsam erscheint mir das allerdings auch alles sowas von kompliziert und komplex, dass meine kleinen grauen Zellen schon anfangen zu rauchen vor lauter Nachdenken. Schaut euch mal das an. Über mir haben sich gerade auch noch Stacheln befunden. Da wäre ich doch direkt mal dran gefahren auf der Plattform. Hier hat es Laserstrahlen, hier hat es Stachelböden, sogar eine Stacheldecke. Was gibt's denn hier noch alles? Jetzt warte ich die Laserstrahlen mal ab, hüpfe schnell rüber zur nächsten Kette. Also die 2 Geschenke, die es hier gibt, das rote und das gelbe, hätten wir schon mal. Jetzt muss ich irgendwie nach oben zum Schlüssel kommen, denn sonst kann ich ja nicht durch die Tür hindurchgehen.
Eine weitere turnerische Einlage ist gefragt. Zum Glück habe ich in meinen anderen Abenteuern mit Springen und Hüpfen und so weiter ganz viel Erfahrung gesammelt. Aber wie soll ich denn das nun wieder anstellen? Dort, wo der Schlüssel ist, erscheint immer wieder in kurzen Abständen ein Laserstrahl. Ah, da habe ich doch was gesehen. Habt ihr das gesehen? Vor den Strahlern befinden sich jeweils rote Blöcke und deswegen haben wir den roten Knopf gedrückt. Dadurch wurden die Laserstrahlen blockiert. Und jetzt geht es mit dem Schlüssel abwärts. Der Schlüssel ist so groß und schwer, dass ich leider nicht all meine Bewegungen damit ausführen kann. Das war ganz knapp, fast hätte ich mich verpuzzelt. Und hier musste ich den Schlüssel wieder kurzzeitig ablegen, sodass er über das Förderband mit mir fährt. Und die Zeit war auch ganz schön knapp. Habt ihr das gesehen? Gerade noch so hat es geklappt. Aha. Hier hat es Roboter. Die erinnern mich an die Äffchen in den vorherigen Feldern. Denn die haben Schwänzchen. An denen kann ich mich entlanghangeln. Das ist doch ganz gut zu wissen. Wir müssen jetzt ganz nach rechts gelangen, um uns auch noch das blaue Geschenk zu sichern. So geht es jedenfalls nicht. Ich komme hier nicht hindurch. So ein kleiner Fehler von mir, denn ich muss die roten Blöcke erst einmal verschwinden lassen, dann mich über diesen Abgrund mit den Stacheln hangeln. So, und jetzt ist der Weg frei für mich, nach rechts hindurchzukommen. Ja, wenn es uns gelingen sollte, auch noch das blaue Geschenk zu bekommen, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch den nächsten Mini-Mario bekommen können. Das hier ist verdammt, verdammt gefährlich. Mann, ich habe gerade ganz schön Angst gehabt. Wenn ich irgendwie aus Versehen nach oben gezuckt wäre, wäre ich an diese Stacheldecke geraten. Jetzt noch einmal nach oben, noch einmal nach rechts. Da haben wir wieder einen dieser Schraubenschlüsselschwingerwerfer. Aha, seht ihr? Der läuft auf der blauen Plattform. Wenn es mir gelingt, diese verschwinden zu lassen. Jetzt hole ich mal den One-Up-Pilz. Dann könnte ich über diesen Stachelboden geraten. Oh, schnell drüber springen. Fast hat er mich gekillt. Also ich muss nach oben und den roten Knopf drücken. Jawohl, genau zum richtigen Zeitpunkt ist uns das gelungen. Denn jetzt läuft der Shy Guy auf den Stachel und ich kann wiederum auf den Kopf des Shy Guys springen. Zuerst mal an den Schwanz des Roboters und jetzt fallen lassen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kann ich in aller Ruhe mich ausruhen und hinüber mich tragen lassen. Aufpassen, dass ich nicht zu früh den Kopf anhebe. Jawohl! Wir haben es geschafft. Auch den dritten Mini Mario zu retten. Und damit würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute. Wir machen bald weiter und versuchen auch noch die nächsten zu retten. Macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, ich bin's, Mario. Wir befinden uns in der Finsterstadt, der achten und letzten Welt, in die sich Donkey Kong geflüchtet hat, nachdem er die Mini-Marios gestohlen hat. Und wir haben auch bereits drei Mini-Marios in dieser Welt zurückbekommen. Aber es fehlen uns noch drei weitere. Und dann müssen wir, wie in den bisherigen Welten, es schaffen, dass wir alle sechs Mini-Marios sicher nach außerhalb verbringen können und zurückbringen. Und dann haben wir erstmal ein Feld, das ziemlich kompliziert aussieht. Denn hier hat es Transportbänder mit Plattformen darauf. Und ihr seht diese grauen Schalter, diese Knöpfe.
Wenn ich die betätige, kehrt sich die Richtung der Transportbänder um. Jetzt fahre ich gerade mal nach links, damit ich nach oben komme und mir den großen Schlüssel nehmen kann. Denn dieser übergroße Affe hat sich wieder mal durch eine Tür geflüchtet. Naja, und außerdem haben wir hier die üblichen farbigen Knöpfe. Ihr wisst ja, wenn wir einen Knopf in einer bestimmten Farbe drücke, werden die Elemente, die Bausteine in derselben Farbe aktiviert. Also wenn wir zum Beispiel den roten Knopf gedrückt haben, so wie jetzt, sind alle roten Blöcke fest. Und jetzt habe ich es gerade noch geschafft, den Schlüssel zu holen. Das war wirklich eine ganz schöne Knobelei. Denn wenn ich den Schlüssel einmal hole und dann fallen lasse oder wegwerfe, habe ich nur noch ungefähr 12 Sekunden Zeit, ihn wieder aufzunehmen. Sonst ist er wieder zurück am ursprünglichen Ort. Es ist mir bereits gelungen, das rote Geschenk zu bekommen. Und jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich zurückkommen soll zu der Tür. Und ich muss mich sputen, sehe ich gerade. Nur noch 25 Sekunden. Dann haben wir verloren. Ich nehme den Schlüssel wieder auf, nachdem ich nach rechts gefahren bin. Und juhu, wir haben es kurz vor dem Ende noch geschafft, die Tür aufzusperren. Und befinden uns nun in einem Gebiet, in dem sich irgendwo der vierte Mini-Mario befinden müsste. Aua! Du tust meinem Hinterteil weh, du komischer Ritter. Ich glaube, dieser fahrende Ritter kann mich bei seinem Schild ganz schön quetschen, wenn er mich gegen eine Wand drückt. Aber er kann mir auch behilflich sein, damit ich mich durch enge Durchgänge hindurchzwängen kann. Dazu muss ich mich nur ducken, ihm mein Mario-Hinterteil präsentieren, hinhalten und schon schiebt er mich dorthin durch. Mensch, hier hat es wirklich alles in der Finsterstadt. Die ist wirklich genauso schwierig und kompliziert. Mann, war das knapp. Wie es den Anschein hatte, wie es ihr Ruf auch hergibt. Hier sehen wir, dass wir Stromleitungen haben. Das heißt, ich darf auf keinen Fall gegen diese Stromstöße kommen, da es mich dann wahrscheinlich aus den Socken haut. Juhu, ein hohes Salto. Oh, das Stromteil verfolgt mich. Schnell weg, weg, runter. Das war aber verflixt knapp. Ich könnte schon zum Mini-Mario gehen, aber ich will natürlich zunächst mal alle Geschenke haben, die es in diesem Level gibt. Denn es gibt ja immer das rote, das gelbe und das blaue Geschenk. Und nun haben wir nicht nur alle drei Geschenke bekommen, sondern auch den vierten Mini-Mario. Es ist uns bereits gelungen, 4 dieser kleinen Freunde zu sichern, zu beschützen. Und damit gehen wir gleich in das nächste Level hinein. Denn unsere Aufgabe ist noch nicht vorbei. Hier können wir zum Beispiel laufende, wandelnde Bohoms sehen, die wir ja schon aus früheren Leveln kennen. Auf jeden Fall Geschöpfe, die so richtig schön explodieren. Aha, und da hat es auch wieder die Schraubenschlüssel, Shy Guys. Sobald wir uns auf deren Höhe befinden, zum Beispiel jetzt, ja, da habt ihr es gesehen, sind sie so frech und dreist und so rücksichtslos, dass sie mit einem Schraubenschlüssel nach uns werfen. In diesem Gebiet befinden sich offensichtlich gleich 2 Geschenke. Da sehen wir auch schon das rote Geschenk, das sich über einem stacheligen Boden befindet. Ich kann hier einen ganz besonderen Sprung machen. Und zwar einen Handstandsprung. Aha.
eine wandelnde Mülltonne wieder mal hat, dass wir in die Stacheln hinein plumpsen können, sodass wir mit ihrer Hilfe das rote Geschenk bekommen können. Und nun stehen wir auf dem Kopf des schwarzen Schraubenschlüsselscheigeis. Als nächstes springen wir voran mit dem Trampolin. Hier gibt es wirklich alles Mögliche an Gefahren. Diesen Laserstrahlen sollten wir besser auch nicht zu nahe kommen. Und jetzt fehlt nur noch eines. Wir müssen diesen großen goldenen Schlüssel zur Plattform mit der Tür transportieren. Das ist uns ebenfalls gelungen. Und jetzt sehen wir schon direkt über uns, so nah, den fünften Mini-Mario. Das hier war übrigens gar nicht so einfach. Da waren gerade zwei verschiedene Bündel an Laserstrahlen. Der gelbe, der seitlich geht, und der blaue von oben nach unten, also senkrecht. Und da ist der Boomp. Oh, der ist kurz davor zu explodieren. Ich brauche dich aber, Kerlchen. Denn du musst diese bröckelige Wand über uns zerdeppern. Oh, das war zu weit weg. Das heißt, ich muss mir noch einen weiteren schnappen. Jetzt hole ich mir mal den grünen One-Up-Pilz. Jetzt schnell springen und kurz nach unten fallen. Mit dem Trampolin nach oben. Und lieber Bomb, du hast uns dankenswerterweise den Weg freigemacht. Und jetzt schnell nach oben, auch wenn dann die Laserstrahlen auf mich warten. Denn dieser gemeine Shy Guy wirft schon wieder. Er hat anscheinend nichts Besseres zu tun. Seinen Schraubenschlüssel auf uns. Jetzt hat es gleich vier senkrechte Laserstrahlen. Da muss ich im richtigen Augenblick durchgehen. Das ist uns gelungen. Noch so eine bröckelige Wand. Dazu nutzen wir wieder unseren Bombenfreund. Wir haben nun bereits alle drei Geschenke in diesem Level. Das heißt, wir müssen nur noch nach unten gelangen. Zu dem Mini-Mario und ihn aus einer Kugel befreien. Wir werfen den Bomb und hat das nicht gut funktioniert? Und jetzt nur noch dem Schraubenschlüssel einmal ausweichen. Schnell hindurch, während der Schalker gerade wegschaut. Und juhu! Ist denn das die Möglichkeit? Wir haben nun auch den fünften Mini-Mario in dieser Welt bekommen und gerettet. Und jetzt keine Bange, meine lieben Freunde. Wir werden versuchen, zumindest auch noch euren sechsten Bruder zu befreien. Und dann muss es uns nur noch gelingen, alle Mini-Marios sicher zurückzubringen, damit die Kinder bald wieder damit spielen können. Auf geht's in das letzte Level. Das sieht gar nicht so ganz kompliziert aus. Ich frage mich nur, also ganz oben zu diesen Robotern mit den langen Hängeschwänzen scheine ich nicht zu kommen. Ich muss also von einem dieser herabhängenden Schwänzchen zu der Kette in der Mitte, die da herunterbaumt. Das sieht es für mich zumindest mal aus. Und mich dann weiter nach links hangeln über den zweiten Roboter und dann zum Schlüssel kommen. Das hier kann schon mal nicht stimmen. Denn wenn ich den blauen Knopf drücke, werden ja die blauen Blöcke auch aktiviert. Und dann ist der Schlüssel nicht zugänglich. Also kann es so gehen. Da habe ich euch mal, ohne angeben zu wollen, meinen Handstandsprung präsentiert. Und jetzt ist es mir gelungen, mich von rechts nach links zu hangeln. Über die Schwänzchen der Roboter und der Kette. Und jetzt geht's einfach noch nach oben. Wie mache ich denn das, bitteschön? Ich muss den Schlüssel auf jeden Fall durch diese Lücke transportieren. Das mache ich mit einem gezielten Wurf. Nach oben geht es ganz einfach. Mit diesem Jump Pad. Und damit können wir durch die Tür gehen. Donkey Kong
ist natürlich schon wieder weitergezogen und verschwunden. Und jetzt fehlen uns noch zwei Geschenke und der Mini-Mario. Und die hat es wieder mal alles. Oh, Laserstrahl kommt gleich. Das war wahnsinnig knapp. Jetzt hat ihr wieder zumindest mal einen Laserstrahl. Oh, weia, geht dieses Feld weit nach oben. Da wird er mir ganz schwindlig. So hoch soll ich klettern. Und auch wieder diese sich bewegenden Stromschläge. Ich duck mich mal besser. Hier ist nämlich noch ein Laserstrahl. Schnell weg von ihm. Über das Trampolin nach oben. Wir springen auf das Transportband, würde ich sagen. Ich schaue mir aber vorher den Weg nochmal genau an. Denn ich kann auf der linken Seite ganz nach oben gelangen oder ganz auf der rechten. Auf jeden Fall muss ich mit exakt dem richtigen Timing an den Laserstrahlen vorbei. Und es fehlen uns ja auch noch zwei Geschenke. Mit dem grauen Knopf kann ich wieder die Richtung dieser Transportbänder ändern. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ja, noch genug. Also ich habe jetzt mal die Richtung geändert. Jetzt befinden wir uns links. Und da wir die blauen Blöcke aktiviert haben, können auch die Laserstrahlen nicht zu uns gelangen. Wir haben sie quasi weggesperrt. Und jetzt noch eine kleine Reckübung. Eine turnerische Einlage. Wir schnappen uns das letzte, das blaue Geschenk. Und ist das denn die Möglichkeit? Wir haben auch den sechsten und letzten Mini-Mario gerettet. Und damit sind alle sechs der kleinen Kerlchen zusammen. Was sagt man dazu? Wir dürfen uns jedoch noch nicht zu früh freuen. Als nächstes kommt nämlich wieder das Feld, in dem wir alle sechs Mini-Marios, die wir in der Finsterstadt dieser Welt retten konnten, in eine sichere Transportkiste befördern müssen, damit wir sie auch sicher nach Hause bringen können. Und das Problem dabei ist, dass die Kiste auch noch verschlossen ist und die Schlüsselkarten, auf denen die Buchstaben T-O-Y, Toy, Spielzeug stehen, in dem Level verstreut wurden. Und viele derselben befinden sich an Engstellen, durch die sich nur die Mini-Marios hindurchzwängen können. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir bereits die erste, das T, bekommen. Und jetzt muss ich meine Mini-Mario-Freunde derart lotsen, dirigieren, dass sie auch noch die beiden übrigen Karten für uns einsammeln. Ich habe den Verdacht, dass ich an dieser Stelle diese Mülltonne brauche, denn die Mini-Marios können sich zwar durch viele enge Bereiche, Stellen hindurch mogeln. Da haben wir auch schon die zweite Karte, das O. Aber sie können nicht ganz so hoch springen. Komm, Freunde, holt noch das Y. Auf jeden Fall laufen sie mir immer nach. Habt ihr gesehen? Ich habe dieses Mal den roten Knopf gedrückt, damit diese gemeinen Laserstrahlen nicht die Mini-Marios treffen können. Dann sind meine Freunde über die Mülltonne nach oben gesprungen, zu der Kiste, die wir öffnen konnten. Und was sagt man dazu? Jetzt könnte uns doch Donkey Kong einfach passieren lassen und wir könnten in aller Ruhe alle Mini-Marios aus allen acht Welten zurück zur Spielzeugfabrik bringen. Aber natürlich steht der Affe schon wieder parat. Donkey, Donkey. Selbst in dieser Finsterstadt kannst du uns nicht mal in Ruhe lassen. Ich muss mit den Bo-Oms, die Donkey auf mich wirft,
den großen Affen viermal an seinem dicken Affenschädel treffen und darf dabei möglichst selbst nicht getroffen werden, denn sonst verlieren wir möglicherweise einen der Mini-Marios, die wir so mühevoll eingesammelt haben. Und damit wir erfolgreich sind, müssen wir zum richtigen Zeitpunkt die Laufbänder umlenken und wir haben es wieder geschafft, zum zweiten Mal schon. Wir haben nämlich das untere Laufband nach links fahren lassen und jetzt wieder, oh, es hat fast geklappt, aber Donkey Kong hat die Richtung wieder geändert, der Transportbänder, aber wir haben dasselbe wieder getan, was nicht so einfach ist. Lange nicht so einfach, wie es aussieht, da ja da diese Laserstrahlen sind. Und das war unser vierter Treffer. Ich hoffe, ich habe richtig gesehen. Klar habe ich. Der Affe ist abgehauen. Nur weiß ich nicht, wo er eigentlich hin will. Denn viel weiter kommt er nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir es hier geschafft, in der Finsterstadt, die sehr schwierig war, alle 6 Mini-Marios zu retten. Und auch alle Geschenke. Und dann würde ich sagen, Donkey, hallo, wo bist du? Bleib doch mal stehen. Schau mal in deinen Sack hinein. Da kann doch nichts mehr drin sein. Was? Ja, Donkey. Damit ist das Spiel aus. Hey, was hat er vor? Er will die Toads entführen. Nein, schnell hinterher. Bis bald.